Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge von Carp Fishing Diary. Heute tatsächlich am Wasser, nicht wie letztes Mal bei Carp Zwolle. Ja, und ich befinde mich jetzt hier an einem kleinen See. Manning kommt gleich auch noch nach. 3 Tage Karpfen angeln. Und ja, Manning konnte gestern schon 2 Karpfen fangen. Ich bin bis jetzt auf Schneider. Die Karpfen zeige ich euch erstmal jetzt und danach sehen wir uns wieder. Ja, mit welchen Montagen wir gefischt haben, das erklärt euch Merlin. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich möchte euch jetzt mal erklären, wie wir hier fischen. Ich habe hier eine ganz normale Selbsthackmontage mit Safety Clip. Hier. Einen kleinen Schlauch davor, damit sich das alles nicht verheddern kann. Und dann ein Vorfach mit einem Haar dran, wo ich den Boilie aufziehen kann. Ich habe ein bisschen andere Montage, mir jetzt über den Winter mal überlegt. Ich habe das Ganze einmal mit einem Ring versehen, wo das Haar dann beweglich ist. Und falls, wenn der Fisch dann kommt und die Boilie einsaugt, kann er den auch wieder ausblasen, aber dann bläst er das Ganze nur den Boilie aus und der Haken soll im Maul sitzen bleiben. So ist die Überlegung. Ich habe mir das abgeguckt, auch viel recherchiert im Internet. Die Montage habe ich so von Markus Lotz. Vielen Dank erstmal dazu. Ja, und ich mache die Montage jetzt mal fertig. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So, ihr seht hier. Der Haken hing perfekt unten in der Unterlippe. Die Montage hat perfekt funktioniert. So, mit welchen Boilies wir gefischt haben, das erkläre ich euch jetzt. Das erkläre ich euch mal was zum Futter. Und zwar fischen wir jetzt mit den KMF-Baits. Das sind die Boilies von Mirko Dieken. Und in diesem Fall haben wir jetzt mit der Sorte, die haben wir hier, genau, mit der Sorte Fischi gefischt. Und ja, die hat uns auch Erfolg gebracht. Merlin konnte 2 schöne Spiegler fangen. Die hänge ich jetzt hier gleich hinten dran. Und dazu haben wir natürlich auch noch die passenden Pop-Ups. Ebenfalls Fischi. Und ja, natürliche Zutaten, das ist uns auch ganz wichtig.
Intensiver Geruch, sowohl bei den Boilies als auch bei den Pop-Ups. Und wie man bis jetzt sieht, fangen die ganz gut. Und wir hoffen, damit noch weitere Karpfen überlisten zu können. Und dann melden wir uns bei euch später und viel Spaß im weiteren Video. Ja, um die Fische noch ein bisschen zu animieren, habe ich hier kleine PVA-Säckchen vorbereitet. Einmal hier mit Mais und Weizen oder mit Pellets. Alle ungefähr in der gleichen Größe. Die kann man jetzt noch mit an den Haken machen. Und das soll die Fische dann zum Beiß verleiten. Mache ich jetzt nochmal. Einfach mit dem Haken hier durchstechen. Ein paar Mal, dass er nicht abreißt. So. Jetzt die Montage fertig und kann ausgebracht werden. Ja, wie ihr sehen könnt, hat die Montage super funktioniert. Super schöner Fisch, der darf natürlich auch wieder schwimmen. Zu den Routen wollen wir auch mal ein bisschen was sagen. Ich fische hier die Prologic C2. Die ist 12 Fuß lang, hat 3 Lips. Damit kann man auch mal ein bisschen größere Gewichte, mit, wenn man PVA dran hat, auch gut weit werfen. Sind super Routen, sind nicht zu teuer. Macht immer wieder Spaß, mit denen zu fischen. Als Rollen habe ich ganz normale, standardübliche Freilaufrollen. Das ist zum Karpfenfischen auch Standard ist. Ja, dann habe ich noch an meinem Rodpod immer 2 Swinger dran. Die haben ein kleines Feature, die sind beleuchtet, das ist ganz cool für nachts. Da kann man immer sehen, wenn man einen Run hat, welche Route es ist. Und man kann halt den Swinger an sich auch sehen. Ist immer zu empfehlen, sowas zu benutzen. Macht auch richtig Spaß. Ja, nachdem Man euch jetzt seine Routen vorgestellt hat, möchte ich ihn auch zu meinen neuen Bissanzeigern verlieren. Das sind die VI Carp 2 von Sänger. Das ist ein Funk-Bissanzeiger-Set. Ich habe jetzt heute die Funke im Zelt gelassen, da wir immer nach unseren Routen sitzen. Ja, man hat halt hier, was ich das Schöne finde, Nachtlicht. Das wird man jetzt bei Teilen nicht so gut sehen. Das kann man hier halt einstellen, leuchtet das hier unten. Dann findet man auch in Nacht seine Routen besser. Ja, natürlich höhenverstellbar, Lautstärke ist verstellbar. Das kann ich auch nochmal vormachen. Ja, das ist auch immer ganz schön. Dasselbe kann der andere natürlich auch. Die sind jetzt in Blau, Grün, Rot, also Dreier-Set und funktionieren bei mir einwandfrei. Ich habe noch Swinger dazu gekriegt und ja, auch die leuchten halt hier unten so ein bisschen. Das reicht eigentlich vollkommen aus. Die reagiert auch alles ganz gut und meiner Meinung nach super Bissanzeiger für den Preis und ja, das war es soweit zum Bissanzeiger. So,
drei Tage Holland sind vorbei. Ich bin Schneider geblieben. Leider, vielleicht kommt noch was in drei Minuten, keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt mit KMF-Baits gefischt und Merlin hat es Erfolg gemacht, aber dann sagt er euch noch gleich was. Ja, das Wetter hat auch mitgespielt. Wir hatten zwar gestern Weltuntergang, möchte ich mal sagen, aber sonst hat alles ganz gut funktioniert. Und ja, alles in allem war es ein guter Ausflug und ja, Merlin, jetzt erzähl du was. Ja, ich konnte drei schöne Karpfen überlisten. Fotos hängen wir euch hinten dran. War ein super Trip. Jetzt ist das Wetter auch wieder schön warm. Hat super viel Spaß gemacht und jetzt geht's nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.